Die Universität hier in Düsseldorf bietet mir sehr viele Möglichkeiten, mich individuell weiterzubilden. In den ersten Semestern des Biologiestudiums werden nicht biologische Themen abgedeckt wie Physik, Chemie und Mathe, aber auch schon viele biologische Themen wie Zellbiologie, Pflanzenphysiologie, Botanik, Zoologie zum Beispiel. Und das spezialisiert sich dann im Laufe des Studiums immer weiter. Das geht unter anderem durch die quantitative Biologie, die man schon während des Bachelors wählen kann und das Ganze ein bisschen mathematischer aufzieht. Und zum anderen gibt es halt hier den Biologie Plus International, wo der Auslandsaufenthalt dann direkt schon mit integriert ist, sodass man sich nicht selbst um die Finanzierung oder später um die Akkreditierung kümmern muss. Dadurch, dass Düsseldorf eine Campus-Universität ist, ist es sehr einfach, von einer Veranstaltung zu anderen zu kommen. Sowohl in der Biologie als auch in der Chemie oder natürlich auch noch an der Uniklinik haben wir so viele Arbeitsgruppen, dass, wenn man mal merkt, ich habe dieses oder dieses Gerät nicht, sehr schnell Leute findet, die das Gerät haben und die sich auch damit auskennen. Das Gute an der HAU ist, dass sie groß genug ist, um eine sehr gute Lehre zu bieten, aber noch nicht so groß, dass man völlig anonym studiert. Man kommt sich nicht vor wie eine riesige Nummer, die in einem großen Hörsaal sitzt, der vollgestopft ist, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich auf persönlicher Ebene auch interagieren kann, sowohl mit den Lehrenden als auch mit anderen Studierenden. Biologie ist ein sehr aktuelles Fach und wird es auch immer sein. Es gibt viele, viele neue Forschungsfelder, die auch wieder in die Lehre natürlich auch mit einbezogen werden. Ich habe nicht nur Vorlesungen, ich habe auch Praktika, in denen ich meine eigenen Skills ausarbeiten kann, in denen ich Methoden lernen kann, in denen ich Rückfragen stellen kann. Ich habe also praktische Erfahrung und theoretische Erfahrung. Schwerpunkte gibt es viele in der Biologie hier in Düsseldorf. Besonders hervorzuheben vielleicht das Cluster of Excellence in Plant Sciences. Düsseldorf hat den riesengroßen Standortvorteil, dass wir hier natürlich sehr vernetzt sind und es bietet einen riesengroßen Bereich an Unternehmen, die hier in der Gegend sind, die eben auch auf Biologie spezialisiert sind. Aber auch darüber hinaus noch die Uniklinik, Diabeteszentrum, Forschungszentrum Jülich, in Köln noch das MPI für Pflanzenforschung. Man kann sich einfach unglaublich breit aufstellen. Was ich faszinierend finde, ist, dass man verschiedensten Organismen beim Leben zugucken kann, um dann zu verstehen, wie der ganze Prozess des Lebens auch funktioniert.